Die Symptomatik, Leute. Theoretisch könnte man auch Lenkrad abbauen, machen wir aber nicht. Wo ist jetzt das Problem? Da ist tatsächlich eine Schlitzschraube drin oben. Nein. Jetzt bete ich für Gott, dass die Zündung angeht. Nö, hätte ja sein können. Das ist nichts für mich, ne? Ich baue euch hier überall Leitbars drauf, aber nicht so ein Quatsch. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. 17.15 Uhr, nur einen Tag früher. Ihr seht das Video am Mittwoch und es ist gerade Dienstag. Ihr seht, im Hintergrund wird wieder fleißig gebaggert, denn die Dauerbaustelle bleibt noch bis Februar, glaube ich. Und heute geht es um meinen geliebten Amarok. Eigentlich wollte ich bei diesem Projekt hier weitermachen, aber ja, ihr habt es auf Instagram vielleicht verfolgt. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, müsst ihr das gerne jetzt gerade hier tun. Es gibt ein Problem mit diesem Auto. Da ist er, das gute Stück. Okay, ich weiß, ihr schreibt jetzt wahrscheinlich in die Kommentare, ihr wollt wieder was zum Löschfahrzeug sehen, aber es gibt ein ganz anderes Problem. Wie gesagt, Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben es wahrscheinlich mitbekommen. Dieses Auto fährt seit anderthalb Wochen nicht. Es sieht ein bisschen dramatisch aus, aber es ist hier nur das Ladegerät angebracht, um die Batterie instand zu halten, weil es tatsächlich immer wieder Verbraucher gibt in diesem Auto, die die Batterie leer ziehen, wenn das Auto ein paar Tage steht. Da muss ich noch mal ein bisschen optimieren, aber das ist nicht so das Problem heute. Es geht um was ganz anderes. Der Innenraum ist auch schon etwas auseinandergefrickelt. Ihr seht hier vielleicht der Profi unter euch, der vielleicht im Kfz-Bereich arbeitet, merkt, hier fehlt etwas. Dieser Haufen an kleinen schwarzen Plastikteilchen ist der Zündanlassschalter. Und ich habe die Vermutung tatsächlich, dass es daran liegt, dass dieses Auto nicht mehr läuft. Und da ich im Internet keinen einzigen Forum-Eintrag zu genau dieser Thematik hier gefunden habe, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht relevant für den einen oder anderen, der selbst einen VW fährt, der diesen Fehler haben könnte. Wenn wir heute die Lösung finden, dann wisst ihr auf jeden Fall, woran es bei euch liegt. Wenn nicht, keine Ahnung, habt ihr auf jeden Fall trotzdem ein Update am Mittwoch. Genau, Freitag gibt es wieder ein Lost Place. Nebenbei. Die Symptomatik, Leute. Einmal kurz zusammengefasst. Was ist passiert? Dieses Auto, damit es ein bisschen cooler aussieht, stelle ich mich so hin, begleitet mich, glaube ich, schon 50.000 Kilometer von Januar oder Februar. Ich hatte vorher einen Land Rover, der wirklich geil war, aber ihr kennt die Geschichte zu Land Rover. Deswegen habe ich mich letztendlich auch für einen VW entschieden. Das Auto habe ich über eine Auktion gekauft, ich selber war nicht da und war eigentlich vollkommen verliebt in dieses Ding, weil er schon eine relativ gute Ausstattung hat. Das Einzige, was fehlt, ist Leder, aber auch da werde ich vielleicht irgendwann nochmal rankommen. Also wenn jemand eine Lederausstattung abzugeben hat, bin ich gerne dabei, sofern das Auto irgendwann mal wieder läuft. Problem an der ganzen Sache ist jetzt bzw. in der Vergangenheit schon immer mal wieder aufgetaucht, dass das Zündschloss etwas hakt. Und irgendwann fing das dann an, dass sich das Ding überdreht hat beim Ausmachen und die Zündung quasi nicht mehr ausgegangen ist und der Schlüssel stecken geblieben ist. Das ist erstmal so ein Indiz dafür, dass vielleicht der Zündanlassschalter kaputt ist, aber das liegt auch irgendwie schon so ein paar Monate wieder zurück und ich habe mir gedacht, okay, kannst du immer wieder weiterfahren, und nach mir die Sinnflut, das Auto ging trotzdem an und aus und der Fehler ist eigentlich nicht mehr aufgetaucht. Nur jetzt gibt es ein Problem. Ich stand irgendwann Mitte letzter Woche, glaube ich, bei der Metro, macht das Auto an, will quasi das Auto starten, aber das Auto startet nicht mehr. Jetzt läuft das so natürlich bei VW oder gerade bei Automatikfahrzeugen vieler Konzerne. Ihr müsst erstmal die Bremse betätigen, zum Starten quasi Kupplung oder Bremse betätigen, damit ihr quasi dem Getriebe bzw. dem Motor sagt, ich bin startbereit und jetzt kann ich starten. Nur in dem Fall ging diese komische, ominöse grüne Lampe mit dem Fußpedal und dem Bremszeichen nicht aus und die blieb einfach an. Ich konnte die Kupplung bzw. in dem Fall die Bremse treten, bis der Arzt kommt, bis in den Motorraum vorne rein, aber es hat einfach nicht funktioniert und das Ding ist halt einfach angeblieben. Was könnte das jetzt sein? Ist das jetzt ein Anlassschalter? Ist es vielleicht das Bremspedal-Schalterchen, was vorne sitzt und nicht unten an dem Bremspedal sitzt? Was könnte letztendlich dafür sorgen, dass das nicht funktioniert? Das ist eine gute Frage. Ich drehe das Zündschloss um, die Zündung ist aktiviert, die Lampen gehen an, aber die Vorglühlampe geht nicht an, die Partikelfilterlampe, die normalerweise auch einmal kurz aufblinkt, geht auch nicht mit an und nichts passiert. Kein Surren im Motorraum, ich kann die Kupplung treten bzw. die Bremse, bis der Arzt kommt, nichts passiert. Wo könnte der Fehler liegen? Mit dieser Thematik habe ich mich wirklich so die letzten anderthalb Wochen intensiv beschäftigt, immer wieder abends, auch in der Kälte, langsam wird es ja auch kalt, zum Glück haben wir noch keinen Schnee, nur Regen, draußen am Auto geschraubt, wo könnte dieser Fehler sitzen und letztendlich bin ich wirklich noch zu keinem Ergebnis gekommen, deswegen seid ihr wieder in den Kommentaren angeregt, reinzuschreiben, woran es liegen könnte, falls wir den Fehler heute nicht finden. Ich habe da so eine Vermutung, hoffe, dass dann endlich dieses Auto nachher am Ende des Videos wieder fährt. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Laufe ich nackt hier durch die Halle? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Wir haben angefangen, die Sicherung zu überprüfen. Auch immer so ein Klassiker. Sicherungen sind nicht immer kaputt, wenn man die offensichtlich sieht. Sicherungen können natürlich auch kleine Haarrisse haben. Deswegen müsst ihr die Sicherung einzeln rausnehmen und nochmal durchprüfen, ob die wirklich in Ordnung sind oder nicht. Haben wir gemacht. Bei 150 Sicherungen, die in diesem Fahrzeug verbaut sind, hat es ein bisschen gedauert. Aber leider hat es immer gepiept. Der Durchgang war immer gegeben. Die Sicherungen sind es nicht. Motorsteuergerät. Ich habe so ein kleines Gerät zum Auslesen. Das ist jetzt so ein Linglong-Teil aus China. Nicht das billigste, aber auch nicht das teuerste.
um in Detail in den Motor reinzuschauen, beziehungsweise in die Diagnose reinzugehen, reicht das nicht. Ich kann nur so grobe Basics abfragen, wie zum Beispiel antwortet dieses Steuergerät, kann das Steuergerät antworten und ich könnte irgendwelche ominösen Sachen noch einstellen, die man so klassisch mit irgendeinem Einsteiger-Ding einstellen kann. Verdächtig war, dass da schon stand, Motorsteuergerät, keine Kommunikation, keine Antwort, das Motorsteuergerät war einfach tot vorne im Motorraum. Deswegen habe ich mir das Ding geschnappt. VW hat sich gedacht, wir bauen da so komische kleine Abrissschrauben rein. Das heißt, die Dinger müsst ihr aufflexen und dann aufwendig das Ding ausbauen. Und dann habe ich das dem Kollegen VCDS Works, den Tim, gegeben. Er hat das an seinem Rechner angeschlossen, das einzelne Motorsteuergerät. Und was soll ich euch sagen? Das Ding lief. Seine Vermutung war, dass die Verbindung, diese CAN-Bus-Verbindung, die schicken Daten, empfangen Daten und tauschen sich gegenseitig aus, um alles abzugleichen und dann letztendlich den Auftrag auszuführen, dass das Fahrzeug fahren kann und so weiter und so fort. Wegfahrsperre, die ganzen Thematiken hängen damit zusammen. Er hat es angeschlossen und hat gesagt, auf dem Tisch, das Ding läuft. Immer wieder ist der Fehler aufgetaucht, dass die Verbindung zum Motorsteuergerät sporadisch abgerissen ist. Das deutet eigentlich darauf hin, dass da vielleicht irgendwie was in Sachen CAN nicht ganz passt, dass dann Marder den Kabelbaum angebissen hat und die CAN-Verbindung, um das Ding zu aktivieren und um die Daten zu schicken, kaputt gegangen ist. Ich weiß, ihr als Nicht-Fachleute denkt gerade, halt doch einfach mal die Klappe, ich will das nicht hören. Also zusammengefasst, Motorsteuergerät ist in Ordnung. Der Bremslichtschalter, der hätte auch damit zu tun haben können, wenn die grüne Lampe anbleibt und ich trete die Bremse, könnte sein, dass der Bremslichtschalter sagt, hey, ich bin kaputt oder reagiert gar nicht mehr und gibt dann das Bremsding da nicht frei, damit ich die Zündung wirklich aktivieren kann, beziehungsweise den Startvorgang. So, Bremslichtschalter getauscht, Motorsteuergerät ist in Ordnung, alle Sicherungen überprüft und jetzt kommen wir zu dem letzten, brisantesten Thema, wo ich wirklich hoffe, dass es wirklich das Ding auch ist. Es ist der Zündanlassschalter. Scheiße, Mann, jetzt habe ich wieder 12 Minuten lang gelabert und euch gar nicht gezeigt, worum es jetzt wirklich geht. Hier unten sitzt der Zündanlassschalter. Ist hier irgendwo noch die Hilti-Lampe zu sehen? Nein, ist sie nicht. Steht überall Bier auf dem Tisch. Keine Sorge, Leute, es ist Malzbier, größtenteils. Turn the lights on. Genau, das ist das gute Stück. Reicht das, wenn ich das so hinlege? Ihr müsstet es eigentlich sehen können. Hier habe ich in meinem kleinen Leichtsinn das Ding irgendwie schon mal rausgezogen bzw. rausgebrochen. Weil da unten, ja, seht ihr es vielleicht, da irgendwelche Schrauben drin sitzen sollen, die man einfach rausdrehen kann. Funktioniert hier nicht, sind irgendwie Abrissschrauben bzw. einfach nur so kleine Maden, aber die haben keinen Imbus oder Torx, die sind einfach da, die muss man irgendwie da raushauen, damit ich irgendwie diesen Anlassschalter rausziehen kann. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Die zweite Schraube, tja, sitzt da oben, ihr seht, da ist so ein kleiner roter Lack drauf, der muss noch runter und dann hoffe ich irgendwie, dass wir das Teil rauskriegen hier. Das kann ja nicht wahr sein. Theoretisch könnte man auch das Lenkrad abbauen, machen wir aber nicht. Wir gucken jetzt einfach, dass wir diese ominöse Schraube da rauskriegen. Die ist da auf jeden Fall, das Ding ist einfach nur eingerastet. Weiß ich nicht, vielleicht kann man das Zeug hier oben auch einfach lösen, aber darunter befindet sich keine Schraube, das ist das Problem. Oder ist da eine? Nee. Jetzt sagen wir nicht, da ist eine Schlitzschraube drin, dann falle ich hier vom Glauben. Da ist tatsächlich eine Schlitzschraube drin oben. Und ich habe hier unten wie so ein Honk da das Ding aufgebohrt. Kriegen wir die so rausgedreht? Nein. Und ich mache die da unten kaputt. Ich glaube das jetzt nicht. Ach. Ich muss über mich selber lachen. Ist einfach nur mit zwei Madenschrauben im Fahrzeug integriert, beziehungsweise ist da so ein Schutzlack drauf. Ich habe aber wirklich nicht diesen Schlitz gesehen, weil der Lack so dick war. Dann habe ich einfach den Bohrer angesetzt und letztendlich das Ding ausgebohrt. Zum Glück habe ich das jetzt gerade retten können. Ich hoffe, ich kriege das auch wieder fest. Die Dinger, ja, jetzt seht ihr das leere Gehäuse. Ich brauche das andere Ding. Das ist der Austausch zum Anlassschalter. Ihr seht, das ist eigentlich komplett ein Gehäuse mit einer Schalteinheit drin. Hier oben letztendlich wird euer Schlüssel, was ihr in dem Zündschloss steckt, mit integriert bzw. geht in diesem Ding rein und aktiviert somit hier die entsprechenden Kontakte, die man dann freischaltet. Ja, das Ding ist raus, brauchen wir nicht mehr. Das Teil kostet 51 Euro mit ein bisschen Rubbeln und einem guten Kontakt zu eurem Händler wird das ein bisschen günstiger. Ich habe einfach gesagt, scheiß drauf. Ich nehme das Ding jetzt, ich will da keinen Rabatt oder können wir noch was am Preis machen. Ich nehme das für 51 Euro und hoffe, dass jetzt das Problem ist. Genau, reinsetzen. Und dann ist das Video vielleicht zu Ende und ich laufe nackt durch die Halle, aber ich glaube da noch nicht dran. So, das Teil wird da einfach wieder reingefummelt, glaube ich. Er ist jetzt wieder in Position. Krass, das funktioniert wieder. Ich glaube das nicht, der Zündschloss ist repariert. Nur diese komische Scheißschraube da wieder reindrehen. Ich mache die erstmal oben rein. Ja, die untere Schraube ist jetzt nur noch so eine halbe Schraube, aber vielleicht klappt das trotzdem, das Ding da irgendwie wieder reinzukriegen. Ja, doch, das sieht gut aus. Jetzt muss der Super-Duper-Stecker da wieder drauf.
Jetzt bete ich für Gott, dass die Zündung angeht. Nö. Hätte ja sein können. Wo ist jetzt das Problem? Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin sauer. Ey Leute, ihr glaubt das nicht, ne? Ich fummel ja gerne an Autos rum, aber dieses Auto macht mich wahnsinnig hier. Hat sich das Relais jetzt verabschiedet oder was? Das macht doch auch keinen Sinn. So, neues Symptom. Ihr habt gesehen, die Zündung funktioniert gar nicht. Die Spannung ist da, die Spannung kommt an den Hauptbatterien, an den Hauptsicherungen. Ich bin schon ein bisschen durcheinander, hier definitiv an. Jetzt die Frage, was ist jetzt das Nächste? Ist es ein Relais, weil hier klackt einfach nichts, die Spannung wird aber durchgeschaltet. Warum, weshalb, wieso? Liegt das vielleicht auch daran, dass ich jetzt einfach den OBD-Stecker abgebaut habe oder irgendwas anderes? Den Lichtschalter, ich weiß es nicht. Oder ich mach mal auf. Das Ding funktioniert. Warum? Was ist hier los? Okay, es ist auch durchaus möglich, dass diese bescheiden gelegenen Relais einfach falsch rum da drin sind. Aber das ergibt keinen Sinn, weil normalerweise haben die einen Steckschutz. Um die da rauszukriegen, das ist auf jeden Fall, macht das viel Spaß. So sehen die Relais-Steckplätze aus da drin. Die Relais sind zwar irgendwie auf den Kopf gedreht, aber trotzdem müsste es da eigentlich einen Steckschutz geben. Ihr seht, die sind auch entsprechend angeordnet, dass man die auch nur in eine Richtung einbauen kann. Das ist nichts für mich, ne? Ich baue euch hier überall Lightbus drauf, aber nicht so ein Quatsch. Nochmal rein, das Ding. Was sagt die Spannungsversorgung von der Batterie? Wird die Leitung... Ja, durchgeschliffen, funktioniert, sind die Sicherungen kaputt? Was ist hier passiert? Wir haben also jetzt hier auch nochmal Sicherungen vorne sitzen. Wir haben hier Sicherungen, die sind nochmal speziell wasserdicht gemacht und wir haben hier so komische Flachsicherungen. Die können auch gerne mal reißen bzw. so kleine Mikrorisse bekommen und dann passt die Spannungsversorgung auch nicht mehr. Nur ist hier die Frage der Fragen, ist das der Fall oder nicht? Wir können es durchmessen möglicherweise. Die sind sehr korrodiert, die Dinger. Theoretisch geht die Spannung jetzt in den Innenraum. Nur praktisch, keine Ahnung, wo die landet. Jetzt nur die komische Kappe mal öffnen. Hier auch so geil abgerissen hier. So, da ist er ab. Da ist er auch ab. Wie sehen die Sicherungen aus? Sind die noch im Rahmen oder nicht? Die sehen alle gut aus. Theoretisch nochmal messen, habe ich euch ja gerade gesagt, dass man da anhand einer Sichtprüfung schon mal sehen kann, könnte es in die Richtung gehen. Aber es kann natürlich genauso sein, dass das Ding gar nicht mehr funktioniert und da einfach nur ein kleiner Riss drin ist. Aber ich vertraue dem Braten jetzt einfach mal und denke, dass die Spannung hier ankommt. Die Spannung im Motorraum ist abgängig in die Richtung. Jetzt ist die Frage, wir haben gestern alle Sicherungen überprüft. Haben wir dadurch, dass wir die überprüft haben, haben wir vielleicht für ein bisschen Korrosion gesorgt auf den Steckverbindern. Aber ich sehe auch gerade hier, ihr könnt hier übrigens auch, wenn ich die Lampe mal richtig halte, seht ihr, welche Stellen alle noch frei sind. Wenn ich jetzt hier so eine Zehner rausziehe, dann seht ihr auch, da muss eine hin, weil da der Gegenkontakt drauf ist. Alle anderen sind noch frei belegbar. Da könntet ihr zum Beispiel noch spezielle Kontakte besorgen und euch letztendlich irgendwie was anderes dran anstöpseln. Je nach Ausstattung natürlich variiert diese Sicherungsbelegung. Manche Leute haben ein bisschen mehr drin. Wenn ich jetzt, was weiß ich, was Lederausstattung mit elektrisch verstellbaren Sitze hätte, dann hätte ich hier noch eigene Sicherungen speziell für diese Sitze. Nur in dem Fall ist da noch ein bisschen was frei. Ich sehe auch gerade da oben. Aha, über der 15. Düm, düm. Da fehlt eine Sicherung. Gar nicht schlimm, wir haben Ersatzsicherungen hier liegen. Scheiß. Ich muss lachen über mich selber. Keine Ahnung, aus welchen Gründen da jetzt eine Sicherung fehlt. Aber gut, das gehört dazu. So, fummel das Ding da rein. 15 Ampere. Geht die Zündung wieder? Und die Zündung geht. Bei aller Liebe. Okay, wir sind schon mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir immer noch dieses ominöse Bremspedal, was vorher nicht ausging und jetzt ausgeht. Nein. Jetzt sag nicht, ich kann das Auto starten. Manchmal sind die Sachen wirklich simpel. Ganz ehrlich. Dafür habe ich jetzt anderthalb Wochen gewartet. Wobei, ich sehe, hier ist noch die Motorlampe an. Das darf nicht wahr sein, ne? Ihr glaubt es nicht. Wirklich, ihr seht jetzt dieses Video im Zusammenschnitt vielleicht 10, 15 Minuten und seht, es liegt eigentlich auf der Hand. Was war? Die Sicherung. Aber es lag nicht an der Sicherung. Es lag letztendlich wirklich an diesem 50 Euro teuren Zündanlassschalter. Der Zündanlassschalter hat noch funktioniert. Ich habe es am Anfang kurz erklärt, was so das Problem war. Es hat ein bisschen gehakt, aber wahrscheinlich durch dieses Haken letztendlich wird der irgendeinen Kontakt hochgedrückt haben. Da sind mehrere Kontakte drin und genau dann, wenn er dann auf Zündung gegangen ist, hat er den anderen Kontakt durch Verschleiß oder was auch immer hochgedrückt. Da sind so kleine Federchen drin und dann letztendlich das Ding zugemacht. 50 Euro, anderthalb Wochen warten. Ich hätte theoretisch auch zu den Autodoktoren fahren können. Ich habe da sogar extra angefragt, weil ich mit meinem Latein am Ende war, aber
Ihr seht, es war letztendlich der Zündanlassschalter. Wie bescheuert. Schade, dass sowas nicht im Internet zu sehen ist, aber ich habe mir gedacht, komm, du musst dazu ein Video machen, weil so eine Problematik ist noch nie aufgetaucht, dass dieses Bremssymbol angeblieben ist und so weiter und so fort. Ich würde sagen, komm, ich packe alles wieder zusammen, baue alles zusammen und dann lesen wir den nochmal aus und gucken, warum die Motorlampe an ist. Okay, Leute, happy. Mein Gott, das war's. Ich habe jetzt übrigens gerade diesen alten Zündanlassschalter hier mal provisorisch wieder zusammengebaut. Und wenn ihr genau hinhört, ja, hört ihr dieses komische, ominöse Klicken. Das ist eigentlich nicht normal, beziehungsweise das Klicken generell schon. Aber die Schwierigkeit, dass hier so eine Barrikade bei dem eigentlichen Zündung einschalten und starten herrscht, das ist definitiv nicht in Ordnung und das wird wahrscheinlich auch irgendwann der Fehler gewesen sein. Es hat lange funktioniert, über 3 Monate hinweg noch, aber jetzt inzwischen hat sich wahrscheinlich der letzte Kontakt in diesem Schleifsystem verabschiedet und letztendlich dafür gesorgt, dass man nicht mehr dieses Auto starten kann. Ich bin wirklich happy und jetzt müssen wir gucken, dass wir mit diesem ominösen kleinen Linglong-Auslesegerät noch die Motorlampe auskriegen und da gucken, wo ist jetzt der Fehler. Ist der jetzt sporadisch, ist der immer noch statisch? Wir gucken mal. So, ein bisschen sauber gemacht, alles wieder zusammengebaut. Yes! Ich kann den Wagen wieder starten. Vorglühen lassen. Okay, Bremse getreten, die Lampe geht aus. Alles ist bombastisch, bis auf die Öllampe, die ist noch an. Aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich mal ein bisschen Öl nachkippen. Aber ja, es funktioniert. Zündung ist an. Und das hier ist jetzt ein OBD-11. Den hat mir freundlicherweise der Hersteller bereitgestellt. Der kam einfach spontan, ohne dass ich irgendwie gesagt habe, ich hätte gerne so ein Teil. Das Teil muss ich jetzt hier einführen. Das Ding muss jetzt hier unten irgendwo, wo der OBD-Stecker sitzt, rein. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Das Ding ist drin. Es zeigt rot, keine Kommunikation. Und was passiert? Kostenloses Guthaben, bla und blub. Und hast du nicht gesehen? Verbinden. OBD-11 auswählen. Wird verbunden. Das Ding unten fängt gerade auch schon an, eine entsprechende Farbe zu leuchten, dass er jetzt gerade die Verbindung sucht. Jetzt gebe ich noch schnell mein Passwort ein. Zack, damit auch nicht jeder auf die Idee kommt, daran rumzufummeln. Warum wird die Kamera nicht scharf, beziehungsweise warum ist das Display zu hell? Jetzt wird der Amarok gerade erkannt, es tut mir leid, Leute, aber die Blende funktioniert irgendwie nicht so ganz. Zack, Steuergeräte werden ausgelesen. Oder Steuergeräte werden, doch, Steuergeräte werden gerade ausgelesen. Ah, er testet einmal alles durch. Jetzt bin ich gespannt. Battery Regulation, 90 Probleme gefunden. 90 Probleme gefunden. So, dann fangen wir mal an, uns die Probleme anzuschauen. Motor, was sagt der Motor? Fehler, ein Fehler. Es ist ein statischer Fehler, der Code U102600, Steuergerät für Getriebe. Ja, möglicherweise, dass das jetzt auch erstmal ein Fehler ist, der drin ist, weil ich auch das Motorsteuergerät ausgebaut habe und so weiter. Was haben wir noch so für Fehler? Wir löschen einfach alle Fehler mal. Können wir alle Gesamtfehler einmal löschen? Nee. Und schon, Leute, ist, mein Gott, wird doch scharf, alles wieder sauber, alles im grünen Bereich. Wir können das Ding abstöpseln, trennen die Verbindung und schon müsste theoretisch beim Start alles aus sein. Yes! Aber es quietscht halt immer noch vom Kühler. Wobei, es ist nicht der Kühler, es ist der Keilriemen vorne, der immer mal wieder durch diese ganzen Schlammfahrten irgendwelche Geräusche von sich gibt. Ist nicht so die feine Art, aber da müssen auf jeden Fall mal diese Riemenspanner bzw. der Riemen erneuert werden. Oder direkt der Zahnriemen, weil der ist auch schon 10.000 oder 15.000 überflüssig. Ich habe das ein bisschen schleifen lassen, aber das wird jetzt alles noch gemacht. So, genau, haltet die Ohren steif. Ich habe jetzt für den Dezember so ein bisschen was geplant. Ich werde ein paar Gewinnspiele machen, damit ihr auch mal so ein bisschen was wiederkommt für die Hardcore-Zuschauer unter euch, die mir schon lange folgen und immer wieder dem Kanal treu sind und auch Kommentare schreiben. Möchte ich so ein bisschen was wiedergeben. Ich kann natürlich nicht jedem von euch was schenken, aber den einen oder anderen wird es sicherlich glücklich machen. Genau, schaut in die Videobeschreibung, wenn euch die Thematik interessiert. Ich habe alles so weiter verlinkt. Ich habe auch mal das Amarokka-Forum verlinkt. Da habe ich die kompletten Probleme nochmal aufgelistet von Anfang an und letztendlich dann halt auch meine Diagnose festgestellt, was es letztendlich war. Das kleine Teil für 51 Euro original bei VW, beziehungsweise im Zubehör, glaube ich, 18 Euro, sorgt dafür, dass das ganze Auto lahm liegt und man erstmal nicht mehr weiß, wo die Reise hingeht. Seid nicht traurig, dass heute kein Löschfahrzeugteil kam. Wir haben dieses Übungsgebäude, wo auch super viele Leute geschrieben haben, herzlichen Dank dafür, schon mit Strom versehen. Jetzt müssen wir nur warten, jetzt wird es arschkalt und ich habe ganz ehrlich durch diese Corona-Krise aktuell nicht die Euphorie, so viele Videos wieder zu produzieren und weiterzumachen, weil alles irgendwie drunter und drüber geht. Und ich würde mir wünschen, dass wir zu Weihnachten auch mal mit der Familie zusammensitzen können. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir einen Weihnachtsmarkt gehabt hätten. Aber so läuft das leider im Leben. Müssen wir jetzt durch. Das Jahr war für viele, glaube ich, einfach scheiße. Genau. Bis bald und ciao.